Zeitmanagement. Wie kann man die Zeit managen und warum ist das wichtig oder warum kann das wichtig sein? Und wer uns da mehr darüber erzählen kann, das ist der Uwe Rembor. Der Uwe Rembor ist Interim oder auch Interimsmanager, mal mit S und mal ohne S. Das wissen wir noch nicht so genau, aber das werden wir schon hinkriegen. Und der Uwe ist ein gern gesehener Gast hier bei mir im Podcast. Schaut euch auch oder hört euch auch mal die anderen Podcast-Folgen mit dem Uwe an. Sehr, sehr interessant. Ich freue mich immer wieder, wenn er hier ist. Ich begrüße den Uwe und natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und diese Podcast-Episode ist natürlich wieder eine richtig Dauerwerbesendung. Lieber Uwe, schön, dass du da bist. Was ist Zeitmanagement und warum ist dies wichtig? Ja, lieber Uli, erstmal vielen Dank, dass ich wieder da sein darf und hallo auch an unsere Zuhörer. Den Interimsmanager schreibe ich immer mit S, weil ich zähle mich zur S-Klasse, die kleine Eselbrücke. Ja. Es gibt auch Interimmanager, die sind dann nicht die S-Klasse. Ja, Zeitmanagement als Interimsmanager mit oder ohne S und auch sonst als beschäftigter Zeitgenosse, ob jetzt beruflich oder privat. Es hat ja kaum noch einer wirklich Zeit, zumindest sagen das die Leute. Und ich finde es ja immer interessant, denn wir haben ja alle die gleiche Zeit. Die Frage ist ja nur, wie wir sie nutzen. Ne? Da gibt es Leute, die haben den gleichen 24-Stunden-Tag und die haben vielleicht nur zwei Erledigungen zu machen und kriegen es nicht auf die Reihe. Und dann kenne ich viel beschäftigte Vorstände, die haben einen fordernden 12-Stunden-Tag, gehen aber noch ins Gym, führen den Hund aus, engagieren sich noch bei den Lions, nehmen sich noch Zeit für ihre Kinder und die Familie und kriegen das trotzdem alles hin. Und das Faszinierende ist, jeder hat ja die gleiche Zeit zur Verfügung. Es ist halt nur die Frage, wie man sie nutzt. Und Zeitmanagement, das besteht ja einfach mal daraus, dass man zunächst einmal die richtigen Prioritäten setzt und vor allen Dingen besteht sie auch im Kunst des Weglassens. Ja. Wenn ich zum Beispiel am Tag 3-4 Stunden Trash-TV schaue und mir gelingt es, das einfach mal wegzulassen, dann habe ich 3-4 Stunden für andere Tätigkeiten, die vielleicht wertiger sind. Ja, wobei, was wertig ist, das muss ja jeder selber entscheiden. Aber es ist natürlich, muss man immer schauen, was bringt mich weiter, was will ich. Es gibt auch Leute, die sagen, na, ich brauche meine 4 Stunden Trash, damit ich hier wieder abschalten kann und runterkomme. Kann man auch machen, kann man genauso gut in der Zeit anders abschalten, indem man vielleicht ins Gym geht oder auf der Terrasse ein Buch liest. Egal. Wichtig ist einmal, dass man sich die Zeit einteilt und mal damit beginnt und sagt, okay, was habe ich denn überhaupt für einen Tages-, Wochen-, Monats-, Jahresplan? Was sind denn die Dinge, die ich unbedingt unterkriegen muss? Ja, also ich musste meine Arbeit in der Regel unterkriegen. Die dauert heutzutage 8 Stunden, vielleicht bei vielen mittlerweile auch weniger. Vielleicht haben wir auch viele, die 4-Tage-Woche haben. Dann ziehe ich die Tage ab, die ich vielleicht krank bin. Man weiß, im Durchschnitt ist der Deutsche 10 Tage krank. Die kann man abziehen. Und dann ziehe ich die Tage ab, wo ich in Urlaub bin und da gar nichts anderes planen will, weil ich den hoffentlich einfach chillig angehe und auf mich zukommen lasse. Und dann plane ich Zeit für die Dinge, die wichtig sind für meinen 3-monatlichen Check-up beim Arzt, für vielleicht Fortbildung jeden Tag. Ja, aber das setzt ja ein bisschen was voraus. Ne? Also das, was du gerade gesagt hast, das setzt ja bestimmte Dinge voraus, beispielsweise Reflexion, dass man mal sieht, wie verbringe ich denn meinen Tag, das heißt Selbstbeobachtung, auch mal zu schauen, wie war es denn die letzten Wochen, Monate. Und das ist das Erste, dass man auch erkennt, dass man die Zeit vielleicht ein bisschen sinnlos verballert hat. Ja. Das nächste ist natürlich, ich brauche Ziele, weil sonst kann ich mir ja mein Arbeitsplan oder meine Milestones, die kann ich ja gar nicht sonst notieren oder mir vorstellen. Und diese Ziele, die müssen ja nicht immer im Businessbereich sein. Also mein Ziel beispielsweise ist es, in 1,5 Jahren Busking. Was ist, what the hell is Busking? Ich möchte gerne Gitarre spielen auf der Straße. Ne? Und das ist Busking. Ah, ja. Und warum? Weil es mir einfach Spaß macht. Ja? Also nicht, weil ich jetzt das irgendwie finanziell Nöte habe, sondern es geht einfach nur darum, was einfach Spaß macht. Ja? Und da muss ich halt was tun dafür.
damit das Ganze auch durchgeführt werden kann, weil sonst geben mir die Leute Geld, dass ich aufhöre mit dem Spielen. Ja, das möchte ich nicht. Und also ich brauche Ziele, privat oder auch im Businessbereich. Und ich brauche, korrigiere mich, einen Stundenplan, Timetable. Ja, man braucht, also ganz, ganz wichtig, hast du gesagt vorab, ich brauche natürlich ein Ziel. Warum will ich denn mein Zeit managen? Meine Zeit managen. Das kann sowas sein, wie du sagst, ich möchte eigentlich eine bessere Lebensqualität, die berühmte Work-Life-Balance, weil ich stelle fest, das Pendel schlägt zu sehr in die eine oder die andere Richtung aus. Es kann sein, ich möchte meine Produktivität steigern, weil ich vielleicht selbstständig bin oder angestellt bin und sehr viel Leistung bringen muss. Das kann sein, ich will einfach meinen Stress reduzieren, damit ich nicht unter Termindruck ständig stehe, weil ich ein Problem habe, alles unter einen Hut zu bringen. Es kann sein, ich möchte einfach meine Ressourcen besser nutzen durch eine gezielte Planung, wie Zeit, Energie, Geld. Ja, da gibt es viele. Ich kann Stressbewältigung machen, ich Finanzielle kann Freiheit einstreben, da, genau, finanzielle da kann es ja Freiheit sein, dass man erstmal anstreben. 14 Stunden am Tag oder ja, 7 Tage die Woche was machen muss, auf das man echt keinen Bock hat. Ja. Aber dies ermöglicht mir dann, dass ich vielleicht 5 oder 10 Jahre vorher eine finanzielle Freiheit erreiche, bei der ich mich dann selbst verwirklichen kann. Ganz genau. Gerade bei sowas, bei solchen Langfristzielen, muss man sich die Prioritäten setzen. Ne? Was ist jetzt wichtiger, meine kurzfristigen Ziele? Ja, gebe ich das Geld lieber aus für Wochenendurlaube oder spare ich das Geld lieber für einen großen Urlaub? Spare ich lieber auf ein Auto oder auf eine Eigentumswohnung oder spare ich das lieber für eine Auswanderung auf die Bahamas, wo ich mich dann zur Ruhe setze. Da muss man mal seine Prioritäten in die richtigen Reihenfolge bringen, Aber dafür muss man, Entschuldigung, dafür für muss man seine wissen, was Ziele. man möchte. Das ist ja schon mal ein Riesenthema. Ich kann also da nicht mehr so einen Tag hineinleben und sagen, ach Mai, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Also das geht dann nicht mehr. Da hast du recht, es geht natürlich nur sehr bedingt, denn wenn ich nur in den Tag hineinlebe und keinen Plan habe, dann kann ich natürlich ohne Plan auch nichts hin und her schieben. Ja. Wobei man darf auch Plan nicht falsch verstehen. Viele Leute, die denken, dass der Plan, der ist jetzt in Stein gemeißelt, in Granit für die Ewigkeit. Ja. Ein Plan ist ja die gedankliche Vorwegnahme meines zukünftigen Handelns. Und die Zukunft ist ja variabel und so ist mein Handeln. Ja, alles andere wäre ja Sturköpfigkeit. Ein Plan, ein guter Plan, der wird immer wieder angepasst, ja, auf die sich ändernden Umweltfaktoren, auch vielleicht auf meine ändernden Bedürfnisse. Ja, du kennst das, was uns vor 10 Jahren wichtig war, das ist uns heute gar nicht mehr wichtig. Und Sachen, die uns heute wichtig sind, an die haben wir vor 10 Jahren noch nicht mal gedacht. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man zwar immer einen Plan hat, aber wie du sagst, auch darüber reflektiert und es nicht sklavisch verfolgt, sondern auch mal in Frage stellt, habe ich noch einen richtigen Plan? Habe ich noch die richtige Priorisierung? Und nochmal, warum ist mir das wichtig? Ja, bin ich vielleicht fremdbestimmt? Ist mir das wichtig, das große Auto zu haben, weil es die anderen auch fahren und weil ich damit vielleicht einfach nur hoffe, cooler auszusehen? Oder ist mir was anderes wichtig? Weil ich denke, dadurch lebe ich gesünder, glücklicher und länger und Ja, habe so meinen ein Plan, wie du Seelenfrieden. gesagt hast, der kann sich auch ändern. Es kann sein, dass ich mit 20, also ich nicht mehr, aber jemand mit 20 sagt, ich möchte gern auf die von dir genannten Bahamas auswandern oder nach Costa Rica oder keine Ahnung wohin und arbeitet dahin und 10 Jahre später ist der oder diejenige Papa bzw. Mama, ne? Kann ja mal passieren. Und damit ist der Plan möglicherweise über den Haufen geworfen. Oder wenn man sagt, ich möchte gerne eine Weltreise mit dem Fahrrad machen, ist mit Kind ein besonderes Thema. Ja, es funktioniert dann nicht mehr. Das heißt, dann darf man sich ein zweites Ziel suchen, und vielleicht am Anfang schon, dass man sich verschiedene Ziele setzt und ja, einen Plan B hat oder ein Ziel B, das man dann entsprechend auch verfolgen kann. Also ich kenne ganz viele Menschen, die haben nicht nur ein, zwei Ziele, sondern die haben eine ganze Liste. Ja, es muss nicht immer die Bucketliste sein, also die berühmte Liste von Dingen, die man erleben oder genießen oder abarbeiten will, bevor man sich in den Sarg legt. Es gibt auch viele Ziele, wo man sagt, ja,
Die einen, die sind längerfristige Ziele, die anderen sind kurzfristige Ziele. Ich kann ja sagen, okay, mein Ziel ist es dieses Jahr, ich möchte Spanisch lernen und damit ich in 10 Jahren nach Spanien auswandern kann. Und da kann man verschiedene Ziele setzen. Und wenn man sich Ziele setzt, dann ist natürlich das Nächste, dass man sich entsprechend die Zeitblöcke dafür einteilt. Weil wenn ich sage, ich will Spanisch lernen und teile mir das nicht ein, werde ich die Zeit nie finden. Ja, wenn ich aber sage, ich will Spanisch lernen und dafür gehe ich jeden Samstag morgens von 10 bis 14 Uhr in die Volkshochschule und blockiere mir den Zeitraum gleich und da kommt mir auch gar nichts anderes da rein, dann bin ich Ja, nochmal aber einen großen Schritt da weiter. gehört so ein bisschen, da gehört Aber aber ein das setzt bisschen natürlich. Eigenmotivation dazu. Da gehört auch sowas, was irgendwie keiner mehr kennt, irgendwie sowas, das nennt sich Disziplin. Wollte ich gerade sagen, ja. Da gehört natürlich Disziplin dazu, Selbstdisziplin. Aber eigentlich, ja, wenn du jetzt wirklich ein großes Ziel hast, das dir wichtig ist, dann ist eigentlich automatisch diese gewisse Disziplin da. Wenn die nicht da ist, dann musst du mal überprüfen, ob du wirklich brennst für das Ziel, was du dir gesetzt hast. Das wäre nämlich im Widerspruch. Wenn dir etwas wirklich super wichtig ist, ja, dann Ja, schaffst ich du habe auch das die mal Zeit dafür. so gemacht. Ich bin ja auch Heilpraktiker für Psychotherapie. Und da war ich in so einer Schule und die haben da irgendwie nur die Bücher vorgelesen. Und da habe ich gesagt, das kann ich auch selbst. Brauche ich nicht in die Schule da zu fahren, Geld dafür zu bezahlen. Und da habe ich mir gesagt, so, wann kannst du es am besten lernen? Und da, wann hast du Zeit? Ja, morgens um 6 zum Beispiel, ja. Und bis um 9, weil dann ruft auch niemand an. Die Bürozeiten, also in der Regel rufen ja Leute erst so um 9 Uhr an, ja. Manchmal auch ein bisschen früher. Und da habe ich mir überlegt, was musst du noch machen, damit du um 6 Uhr am Tisch sitzt. Nicht aufstehst, also du musst gefrühstückt haben, geduscht haben gegebenenfalls. Und deine Sachen hergeholt haben, dass du um 6 Uhr wirklich pünktlich beginnen kannst. Und da bin ich halt abends um 9 Uhr oder 10 Uhr ins Bett gegangen und morgens um 5 Uhr aufgestanden. Und das habe ich dann dreiviertel Jahr gemacht. Und siehe da, es hat funktioniert. Ne? War zwar ein bisschen nervig am Anfang, ein bisschen Umstellung, aber man soll es kaum glauben, der menschliche Körper, der menschliche Geist ist fähig, auch morgens um 5 Uhr aufzustehen. Oh ja, das ist ja so eine faszinierende Geschichte. Du musst dich am Anfang überwinden, aber wenn es dann zur Gewohnheit wird, dann geht es automatisch. Ne? Also ich bin ähnlich veranlagt, ich bin auch so ein Frühaufsteher. Und wenn ich morgens aufwache, so zweimal die Woche, gehe ich dann ins Gym. Und da stehe ich um 5 auf, da kleide ich mich an, da bin ich noch gar nicht so richtig wach. Und wenn ich auf der Maschine sitze, dann mache ich das noch im Halbschlaf und danach bin ich dann wach. Das ist mittlerweile ist das eine Angewohnheit. Das ist stört mich gar nicht mehr, ist auch gar nicht mehr so furchtbar, wie das vielleicht am Anfang war. Warum? Weil es zur Ja, der Gewohnheit innere geworden Schweinhund, ist. den Ja? inneren Schweinhund So muss man einmal wie. überwinden. Und das Spannende dabei ist, wenn man so um 5 Uhr aufsteht und man macht dann seine Tätigkeiten, was weiß ich was, vielleicht Buchhaltung oder man lernt was oder geht ins Gym oder keine, whatever. Ja. Und dann ist man mit seiner Arbeit fertig oder mit dem Lernen fertig, schaut auf die Uhr und denkt, was? Erst 9? Ja, der ganze Tag, den habe ich ja noch vor mir und ich habe schon so viel gemacht. Ja, und dann hast du erstens mal ein super Gefühl, das kann dir kein Mensch sonst geben, dieses Gefühl des Erreichten und sich überwunden zu haben. Und was natürlich noch viel besser ist, du hast dann deine ganze Tagesarbeit schon erledigt, die E-Mails und alles und die Verwaltung. Und du kannst dann, wenn die Telefonate und die Meetings beginnen, dich komplett konzentrieren und im Hier und Jetzt sein. Du musst nicht geistig dich noch mit was anderem befassen, was dir hinterher rennt, weil du es vorher nicht erledigen konntest. Das ist ein tolles Gefühl, das darf man nicht unterschätzen. Also das Ja, macht was mit dir, weil du dann es kann natürlich der Präsenz Einwand kommen, hast. ja, das kann ich ja auch abends machen. Also ich stehe erst um 10 Uhr auf, ja, also 5 Stunden später, und dafür arbeite ich halt ein bisschen länger. Das, anstatt bis um 17 Uhr, halt bis 22 Uhr oder ganz in der Nacht, weil ich bin ein Nachtmensch, ja. Ist das sinnvoll, deiner Ansicht nach? Ich denke, das hängt vom Biorhythmus ab. Ja, ich kenne viele Leute, die spät abends arbeiten. Ich bin dazu Ich auch nichts mehr zu nicht. gebrauchen. Ja, ich gehe zu früh ins Bett und früh raus. Aber wem das liegt, wer dann später aufsteht und später anfängt, dafür länger dran bleibt, warum nicht? Ja, unterm Strich geht es ja darum, dass du das, was du dir vornimmst, erledigen kannst und du bist ja dein eigener Herr. Und wenn du sagst, ich erledige das lieber früh morgens oder ich erledige das lieber spät abends,
wer soll da sagen, was Ja. richtig oder falsch ist? Ja? Wichtig ist nur, dass du dir überhaupt die Zeitblöcke schaffst Jetzt und eine Frage. einteilst. Du hast vorhin gesagt, das Leben kann man planen oder man kann sich Ziele setzen. Die Planung, das geht jetzt nicht so wie bei einer Hausplanung, dass jede Steckdose auf Millimeter genau vorher festgelegt wird, die Raumhöhe und so weiter. Darum geht es nicht, sondern das Ganze muss flexibel sein. Aber muss ich denn den Weg dorthin schon kennen? Oder sage ich mir, ich habe eine Vision, das unterscheidet ja den Plan von der Vision, dass ich sage, okay, ich möchte gern dieses Ziel erreichen, auch wenn ich bestimmte Zwischenschritte noch gar nicht kenne. Oh, das ist eine sehr philosophische Frage. Kann man bestimmt. Also wenn ich an Zeitmanagement denke, dann denke ich natürlich, aber ich zumindest denke da sehr konkret an die Aufgaben, die ich in meinem Job so habe, am Tag und in der Woche. Und da setze ich mir gewisse Zeitblöcke dafür und ich setze mir aber auch Pufferzeiten. Ja? Pufferzeiten zum Beispiel sind wichtig, wenn du sagst, okay, ich habe da eine Aufgabe, ich weiß nicht, ob ich die in der Zeit bewältigen kann, weil ich weiß nicht, ob da die Leute, die ich dazu brauche, verfügbar sind. Ich weiß nicht, ob die Zeit ausreicht. Ich weiß nicht, ob was unvorhergesehen ist, was noch wichtiger ist, dazwischen kommt irgendein Notfall. Und dann planst du dir Pufferzeiten und diese Pufferzeiten, die helfen dann ein bisschen flexibel zu sein. Ne? Also mit Pufferzeiten meine ich Folgendes: Wenn mein Arbeitstag 8 Stunden hat, verplane ich nur 7. Von der 5-Tage-Woche verplane ich nur 4. Und von den 20 Tagen Arbeitstagen pro Monat verplane ich 19 und ein Tag ist ein Puffertag. Und den habe ich dann eben für Dinge, die ich vielleicht nacharbeiten muss, für Dinge, die dazugekommen sind, für Aufgaben, die Schwierigkeiten, länger weil niemand gedauert erreichbar haben. ist, der Ansprechpartner ist gegebenenfalls in Urlaub oder die Firma hat gerade eine interne Schulung oder jetzt mit den Windows-Rechnern da, dass die Systeme nicht zur Verfügung stehen und der Flug nicht stattfindet und so weiter und so fort. Da braucht man natürlich die Pufferzeit, klar. Machst du deine Planung schriftlich oder bist du schon so firm, dass du, also so kompetent, dass du sagst, ich mache das alles im Kopf? Was würdest du denn empfehlen? Also im Kopf mal gar nicht, weil ich möchte mein Gehirn nicht mit diesen Dingen belasten, die mir ein Medium wie ein File of Excel oder ein elektronischer Kalender abnehmen kann. Dann kann ich mich besser auf die anderen Dinge konzentrieren. In der Tat fahre ich noch zweigleisig. Ich habe ein gutes altes File of Excel, also einen gedruckten Kalender. Den habe ich immer bei mir. Der hat den Vorteil gegenüber vom Computer, wenn ich jetzt im Zug sitze oder irgendwo warte oder mal im Restaurant beim Essen bin, dann kann ich den schnell auf den Tisch legen, da kann ich mir Notizen machen, da kann ich was eintragen, da muss ich nicht immer den Computer hochfahren. Aber ich habe natürlich auch alle meine Termine im Outlook-Kalender drin und synchronisiert, sodass ich da auf dem Handy und so jederzeit Zugriff habe und die Erinnerung kommt, ja, da musst du da anrufen, da musst du jetzt hingehen, da ist ein Meeting, whatever das gerade ist, Ja, was da macht geplant natürlich ist. Sinn. Ich mache beispielsweise hier bei meinen Interviews, da habe ich auch immer eine Pufferzone dazwischen oder Pufferzeit von der Stunde, weil es kann sein, dass ein Interview mal nur eine halbe Stunde geht, es kann sein, dass es 1,5 Stunden geht. Ich hatte auch schon sehr, sehr oft, dass technische Probleme beim Interviewpartner, bei der Interviewpartnerin auftraten und die mussten erst gelöst werden und dann ist es irgendwie schwierig, während einer Arbeit, ob das jetzt hier ein Podcast-Interview oder sonst was ist, dann ist es irgendwie schwierig, während einer Arbeit, ja, wenn es, während eines Arbeitsprozesses zu sagen, du, morgen, ja, treffen wir uns morgen nochmal, das macht dann irgendwie keinen Sinn. Ja, am schlimmsten sind ja die Menschen dran, die ihren Tagesablauf komplett durchgetaktet haben. Ne? Da ist gar keine Zeit für, du fährst von A nach B und hast einen Platten, ja, oder das Taxi kommt nicht, oder ein Klimakleber hat sich vor dir festgepappt. Ja? Da ist keine Zeit für, ich habe gerade Kopfschmerzen, ich muss dringend in die Apotheke. Da ist keine Zeit für, ich muss ja auch mal was essen, trinken. Die sind komplett durchgetaktet. Und wenn dann einer der Gesprächspartner zu spät kommt oder irgendwas nicht klappt, technisches Problem, dann kommt der ganze Zeitablauf durcheinander. Das ist ein Dominoeffekt und dann gibt es Stress, ne? Und der Ja, Stress man ist muss jetzt ja vermeidbar. nicht von jeder Umweltkatastrophe oder jede maximale Umweltkatastrophe mit berücksichtigen, aber so die alltäglichen Dinge wie Stau oder eine Baustelle oder, naja, Platten weiß ich nicht, ob der so alltäglich ist, ja, aber dass halt mal irgendwas nicht funktioniert. Das darf man schon berücksichtigen bei so einer Tätigkeit. Und machst du das, das ist ja nichts anderes, so eine Planung wie eine To-Do-Liste mit Uhrzeitangaben oder Zeitfensterangaben.
Machst du die dann sonntags oder freitags für die nächste Woche oder machst du die am Abend für den nächsten Tag oder wie machst du das? Ja, ich mache das fließend. Wenn ich zum Beispiel heute weiß, okay, ich habe eine Aufgabe rein, ich muss einen Marketingplan für unseren Außendienst erstellen, dann gucke ich in meinem Kalender, wann habe ich mal da, wann kann ich denn das machen, wann bin ich erstens in meinem Büro und wann ist, dann bin ich noch nicht durchgetaktet und habe ohne Unterbrechung Zeit. Dann brauche ich einen Slot von 3 Stunden, sage ich mal, dann gucke ich, wo der reinpasst, dann trage ich mir den ein. Na, und dann suche ich mir eben einen Tag, wo ich nicht schon unterbrochen bin durch ein paar Telefonate oder Meetings und wo ich in der Tat noch die Möglichkeit habe, 3 zusammenhängende Stunden zu planen. Ja, es gibt natürlich auch Sachen, die kann ich das ganze Jahr durchplanen. Ich weiß, ich habe immer wiederkehrende bestimmte Termine. Ja, das ist jeder Freitag im Monat habe ich Treffen mit meiner Sozietät in München, das weiß ich. Ja, ich weiß, ich gehe einmal im Jahr auf Fortbildung im Mai, eine Woche, das weiß ich auch. Da gibt es so Fixtermine, die machst du vorher. Ansonsten versuche ich es eigentlich täglich zu machen. Ja, ich habe täglich gucke ich in meinen Terminkalender, täglich gibt es irgendwelche Änderungen, es werden vielleicht Termine abgesagt, es werden Termine verlegt, es kommen neue Aufgaben dazu. Und wenn man das gleich macht, dann ist das nämlich auch weniger Stress, dann musst du dir nicht so viel merken und dann musst du dich nicht abends 2 Stunden hinsetzen und das machen und alles miteinander vernetzen, sondern wenn du es immer gleich machst, dann ist es in Ja, 2 Minuten kann ich nur erledigt. bestätigen. Und dass man Termine sofort einträgt, sich die Pufferzeit nimmt. Ich nehme immer, wie gesagt, eine halbe Stunde, Stunde plus minus vorne und hinten. Beispielsweise viele Verwandte aus Kanada waren jetzt hier bei uns. Und dann muss ich halt nicht nur eine halbe Stunde Anfahrt an den Flughafen einrechnen, sondern ich rechne immer eine Dreiviertelstunde, Stunde ein, weil man weiß nicht, was, vielleicht ist ein Stau. Ja, hat man alles schon gehabt. Und ja, also Zeitmanagement, das ist, worüber wir jetzt sprachen, das sind so größere Ziele auch. Ja. Ich habe mal Zeitmanagement gemacht. Ich habe mal für eine türkische Fluggesellschaft gearbeitet, so im IT-Bereich. Und da war ich über mehrere Jahre immer eine Woche in der Türkei. Und irgendwann mal, weiß nicht, da hatten meine Kinder, die haben irgendwann mal zu mir, ich sage jetzt mal übertrieben, Onkel gesagt, weil es hat immer eine Woche gefehlt, ja, im Monat. Und da habe ich dann gesagt, es geht nicht mehr. Geld hin, Geld her. Samstag, Sonntag gehört der Papa der Familie. Ja, das ist auch was, da brauche ich keinen Kalender für, sondern ich sage einfach, das ist so, das ist ein Ziel von mir. Das war ein Wert oder es ist immer noch ein Wert, der wichtig für mich ist. Und wie gesagt, ob ich da jetzt das Geld verdiene oder nicht am Wochenende, das war mir eigentlich egal dann. Das ist eine ganz wichtiger Aspekt vom Zeitmanagement, nämlich die Fähigkeit, Nein sagen zu können. Ja? Man muss lernen, Anfragen abzulehnen, ja, die nicht mit deinen Zielen übereinstimmen oder zur Überlastung führen. Ne? Wenn dein Ziel ist, eher meine Familie ist mir wichtig, ja, dann muss man lernen, auch mal Nein zu sagen. Ja, und wieder Prioritäten zu rücken. Und es gibt ja Leute, die verstehen das oft falsch, denken, na, wenn ich Nein sage, dann gelte ich als unkooperativ oder nicht hilfsbereit. Das ist aber gar nicht so. Wenn du Nein sagst, sagst du nur, meine Einteilung, meine Zeiten und ich bin mir wichtig. Und ich richte mich zunächst einmal nach dem, was ich geplant habe. Es gibt ja so einen schönen Spruch im Management, irgendein Mitarbeiter oder Chef oder Kunde ruft an, er ist in Panik, ganz schnell, ja, das muss gemacht werden. Oder sagen wir, naja, eine mangelhafte Planung auf deiner Seite führt nicht automatisch jetzt zu Hektik auf meiner, dass ich alles liegen und stehen lasse deswegen. Ja. Also Nein sagen heißt ja nicht, interessiert mich nicht, du bist mir wurscht. Das heißt vielleicht nur, okay, was brauchst du? Gerade jetzt passt mir es nicht, dann und dann hätte ich Zeit Genau, dafür das hat oder was für mit dich. Grenzen setzen zu Ja. tun und Grenzen zu setzen ist gar nicht verkehrt. Also everybody's darling zu sein, da wirst du, sage ich mal, pauschal in der Regel ein bisschen ausgenutzt, ja. Und wenn man mal Nein sagt, dann ist das auch in Ordnung. Also Zeitmanagement ist ganz, ganz wichtig, damit wir unsere Ziele erreichen, damit wir eine gewisse Struktur in den Tag hineinbringen. Ja, und wenn mal so ein Tag nicht so ist, wie er sein sollte, und der innere Schweinehund sagt, ach komm, schau doch, jetzt ist Trash-TV, ja, so viel bequemer, als ein Buch in die Hand zu nehmen oder ähnliches, tritt dem inneren Schweinehund meinen Hintern und
geh vorher vielleicht ins Gym, so wie du es machst, und dann bist du wieder frisch und kannst das, was du dir vorgenommen hast, dann auch weiter durchführen. Buchhaltung zum Beispiel, ja, oder ein Buch lesen oder ähnliches. Und apropos Buch lesen, was ich mache ist, wenn ich mit dem Fahrzeug unterwegs bin, dann höre ich mir kein Radio an, sondern ich höre mir Hörbücher an. Ja, und zwar nicht die Krimi-Hörbücher, auch manchmal, ja. Man muss ja auch, also ich finde, so ein bisschen Unterhaltung, deshalb heißt es ja auch Unterhaltung, ist ganz wichtig. Für mich steht aber die Persönlichkeitsentwicklung immer im Vordergrund. Richtig. Du hast vorhin ein anderes Stichwort gesagt, ja, Buchhaltung machen zum Beispiel. Das bringt mich darauf, dass zu einem guten Zeitmanagement auch gehört, delegieren zu können. Man muss nicht alles selber machen. Zum Beispiel als Privatperson, ja, ich delegiere ganz gerne manche Aufgaben, wie zum Beispiel ganz hundsordinär, ich leiste mir eine Putzfrau. Ja, Eine warum? Facility Managerin. Die Putzfrau kostet. Ah, Facility Managerin, ja, genau. Das kostet dann gleich 20 € mehr die Stunde mit dem Titel. Nein, aber Spaß beiseite. Die Putzfrau kostet mich 15 € pro Stunde. Ich selber kann mehr als 15 € die Stunde verdienen. Also ganz einfache Rechenaufgabe. Da delegiere ich das, denn ich kann während dieser Zeit Dinge tun, die jemand anders nicht tun kann. Und wenn es Menschen gibt, die das tun können, was ich tun müsste, die das aber billiger, besser, schneller, einfacher tun können und mich befreien dafür für andere Aufgaben, dann mache ich das, ne? Also ich lasse auch einmal im Monat meinen Wagen waschen, den lasse ich abholen, reinigen, zurückbringen. Das könnte ich auch selber machen. Aber das ist für mich vergeudete Zeit, die kann ich wertbringender nutzen für mich. Ja, und delegieren ist was, muss man auch im Job gut können. Es gibt ja diese Micromanager, die denken, sie alleine sind der Größte, Beste, Schönste und nur sie könnten es. Da frage ich mich immer, okay, warum haben die überhaupt Personal eingestellt, wenn sie dem nichts zutrauen? Und die haben natürlich auch immer Stress. Ne? Und delegieren können und sich aber auch darauf verlassen und dann nicht denken, jetzt bricht der Johnny Controlletti aus, ich habe das delegiert, aber jetzt frage ich alle 5 Minuten nach. Das muss man auch lernen. Das ist gar nicht so einfach, wenn es nicht gewohnt ist, Ja, haben wir aber es jetzt kommt lohnt aber das sich. Problem des Fachkräftemangels ist wieder daher, weil viele würden gerne delegieren, finden aber keine Mitarbeiter, keine Mitarbeiterinnen, die das Ganze auch wirklich können. Ja, das hängt natürlich. Ach, was eine schöne Vorlage, weil hat nämlich auch damit zu tun, und du kennst das, da gibt es dann die Leute, die sagen, bevor ich das demjenigen oder der diejenigen lange erkläre, mache ich das lieber selber. Und schon tappt sind wir wieder in die Zeitfalle getappt, ja, weil hätte ich mir jetzt mal eine Stunde genommen, um das jemandem zu erklären, dann hätte der mir von fortan jeden Tag eine Da hast du Stunde völlig, mich Moment, entlasten bitte können, sagst du, weil Moment, ich jetzt aber sagst du jetzt. was Wichtiges, tun, ich unterbreche. Das gilt aber nur für Tätigkeiten, die immer wiederkehren. Für eine einmalige Geschichte nicht. Ja, klar, für wiederkehrende Tätigkeiten. Ne, klar. Aber das kann man dann machen, weil wenn ich mir dann einmal die Stunde Zeit nehme, die ich vermeintlich jetzt gerade nicht habe, dann habe ich aber jeden Tag eine Stunde Ja. gewonnen. Wichtig noch. Wir verwenden ja gerne die Formulierungen, der oder die hat mir Zeit gestohlen. Nein, das hat der oder diejenige nicht, sondern du hast die Zeit oder man hat die Zeit entsprechend zur Verfügung gestellt, sich mit dem oder derjenigen unterhalten, getroffen, keine Ahnung was getan. Ich kann auch niemand Zeit schenken. Es gibt kein Zeitschenkelkonto oder kein Girokonto, auf dem die Zeit verzinst wird. Das geht alles nicht. Das heißt, bitte nicht mit den Fingern auf andere zeigen und sagen, du hast mir die Zeit gestohlen und bla bla bla, ja, ich habe dir die Zeit geschenkt. Nein, es ist immer unsere Entscheidung, wie wir unsere 24 Stunden am Tag füllen. Ja, und das gilt, natürlich, wenn wir aus der Schule draußen sind, dann gilt das ganz speziell. Vorher ist es gesetzlich geregelt, was wir da machen. Und da ist es auch unsere Entscheidung, ob wir in die Rocky Mountains gehen und uns eine Blockhütte, keine Fischhütte, eine Blockhütte anmieten oder ob wir Manager werden und einen 20-Stunden-Tag haben. Ja, das ist alles unsere Entscheidung. Genau. Und wenn man sich jetzt entschieden hat und möchte wissen, wie kann ich meine Zeit besser managen und hat noch nicht sehr viel Erfahrung, da gibt es natürlich auch Zeitmanagement-Techniken. Ja? Die vielleicht bekannteste, viele haben schon mal davon gehört, ist die sogenannte Eisenhower-Matrix. Ja? Da unterteilt man Aufgaben in 4 Kategorien. Ja? Dringend und wichtig. Wichtig, aber nicht dringend.
Dringend, aber nicht wichtig. Und dann weder dringend noch wichtig. Genau. Dringend, okay, mein Fahrzeug ist, der Tank ist fast leer, ich muss dringend tanken. Aber ist das wichtig? Fahre ich heute noch oder steht das Auto bei mir jetzt erstmal in der Garage bis zum Wochenende und ich Ja, kann auch oder am Samstag voll Steuererklärung ist tanken? wichtig, aber jetzt nicht Anfang des Jahres, nicht zeitkritisch. Genau. Ja. Dringend und wichtig ist, wenn du gestürzt bist und blutest, dann ist es dringend, dass du ins Krankenhaus gehst und es ist auch wichtig, dass du ins Würde Krankenhaus ich gehst. unterschreiben, ja. 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 Zum Ja, und mit Beispiel. dieser Eisenhower-Tabelle, da macht man Ja. seine, dann muss man seine Ziele, kann man seine Ziele, auch diese Ziele, die müssen jetzt nicht irgendwie 30 Jahre Zeithorizont haben, sondern die können auch für eine Woche oder für einen Monat oder für ein halbes Jahr oder was auch immer sein. Und dass man dann hier diese Eisenhower-Tabelle erstellt und dann die Daten vielleicht in den Kalender einträgt. Ja, das kann sogar sein, dass du die heute früh machst, weil es waren drei Anrufe da, die was von dir wollen. Zwei Mitarbeiter stehen vor der Tür und ein Kunde hat dir gefaxt und du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Dann hilft dir das, einen kühlen Kopf zu bewahren, indem du einfach mal diese Sachen sortierst und dann siehst du das vor Augen. Du sagst, okay, ja, habe ich alles verstanden. Ja? Und dann ist es wichtig, das auch zu kommunizieren und zu sagen, lieber Olli, deine Anfrage hat mich erreicht, ich kümmere mich drum. Aber ich werde erst heute Nachmittag um 2 dazu kommen. Hat dann auch was mit Stressreduktion zu tun, weil alles, was man nicht kommuniziert, das drückt einem unbewusst. Und wenn du es gesagt hast und du weißt, der andere kennt sich aus, wird Bescheid, der erwartet jetzt nichts von dir, der hängt dir nicht im Nacken, dann ist es auch sehr gut für deine Stressreduzierung. Was lernen wir? Wir lernen Prioritäten setzen. Wir lernen, dass wir 24 Stunden am Tag zur Verfügung haben. Wir lernen oder haben gelernt, dass wir unsere eigenen Prioritäten setzen, habe ich gerade schon mal gesagt, und dann unseren Tag entsprechend Woche, Monat dafür auch planen oder dadurch planen, ohne dass es, wie du gesagt hast, irgendwie in Beton gegossen ist oder in Stein gemeißelt ist, sondern dass wir da flexibel drauf reagieren können. Und dann, was ich gerne mache, das ist, ach, ich würde jetzt gern, da kommt sogar der Gedanke, ach, jetzt würde ich gern bla 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 schauen, irgendwas im Fernsehen schauen, ja. Und dann frage ich mich, was bringt dir das jetzt? Ja, nichts. Manchmal bringt mir es was, dass ich sage, ich will einfach abschalten, runterfahren. Ja, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit und da lasse ich mich jetzt vom Fernsehen belabern. Ja, das ist auch manchmal sehr entspannt. Wenn man nichts tut, dann tut man trotzdem was, auch wenn man nichts tut, weil man tut dann doch was für sich, man entspannt, ja. Und aber bringt es mir was, wenn ich mir den Film jetzt anschaue, der bis um, keine Ahnung, 2 Uhr nachts geht, wenn ich morgen früh um 5 Uhr wieder was aufstehen möchte, bin ich dann überhaupt auch, lernfähig in der Früh um 5 oder um 6? Also ich habe ja einen Lieblingsausdruck in dem Zusammenhang, nämlich den Begriff der zielgerichteten Freizeitgestaltung. Also klar, auch ich schaue mal gern Fernsehen. Dann überlege ich mir aber, okay, gucke ich mir jetzt irgendeinen Trash-TV oder gucke ich mir vielleicht irgendeine Dokumentation an, die mir hilft. Da gibt es viele Dokumentationen, zum Beispiel über Wirtschaft, ja, über die verschiedenen Wirtschaftstheorien oder die industrielle Revolution und Web 3.0. Es kann aber auch sein, dass es mich einfach Geschichte oder Reisedoku anschaut. Dann habe ich was für meine Allgemeinbildung getan. Ist immer noch besser als Bauer sucht Frau zu gucken oder Big Brother. Ja, und wenn ich Sport mache und bin zum Beispiel Möbelpacker, ne, und dann kann ich sagen, okay, ich mache jetzt was Zielgerichtetes. Ich mache nämlich Übungen, die sind gut für meinen Oberkörper und für meine Arme. Ja, oder ich kann was ganz anderes machen und kann in den Schützenverein gehen. Das ist auch ganz nett. Hilft mir aber vielleicht weniger für meinen Beruf, den ich ausüben muss. Also ich kann da immer auch überlegen, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich entspannen kann und wie ich meine Freizeit gestalten kann und welche hilft mir denn auch noch beruflich vielleicht weiter oder in meiner Wobei das Persönlichkeitsentwicklung? nicht immer im Vordergrund stehen sollte, sondern ab und zu mal sollte man sich auch in seinem Zeitmanagement Zeit nehmen, um einfach mal das Hirn abzuschalten, Beruf wegzulassen, Persönlichkeitsentwicklung wegzulassen, sondern einfach nur, ja, mal nichts zu tun, nicht denken zu müssen. Ja, kreatives Nichtstun, Handy abschalten, ja, Stille suchen, ganz wichtig, weil hat man Da immer gab es ja weniger heutzutage. irgendwelche Studien und da
hat sich herausgestellt, dass die Menschen, besonders die Jugend, bis zu 4, 6 Stunden oder 4 bis 6 Stunden am Tag am Handy hängen. Hey, was macht ihr den ganzen Tag? Ja? Ja, und dann schwierig. Also das darf Tja. man, also die Handysucht, die gibt es ja tatsächlich. Ja. Ich kenne das noch von früher. Da war ich auch handysüchtig. Und wenn ich dann in der Türkei war, da war der Handyempfang, also da war das noch alles ein bisschen anders, alles entwicklungslandmäßig, ja. Und da gab es keinen Handyempfang. Hey, es war wie, als wenn ich irgendwie auf Drogen wäre oder auf Drogenentzug, ja, so richtig, wow, ganz nervös geworden. Wo ist das nächste, der nächste Funkmast? Völlig irre, ja. Und ja, es war ein kalter Entzug. Und das ist sinnvoll, wenn man den mal durchführt im Urlaub oder auch am Tag, dass man sagt, so, in der Zeit lasse ich jetzt das Handy aus. Da können zwar Anrufe durchgehen, aber ich lasse jetzt mal Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Das lasse ich einfach mal aus und schalte auch die Benachrichtigungen aus. Benachrichtigungen habe ich bei mir zum Beispiel am Computer, am Handy grundsätzlich deaktiviert, ja, weil das lenkt dich unwahrscheinlich ab. Du bist gerade irgendwo im Schreiben, dann poppt unten auf Outlook neue Nachricht, ja. Und was machst du? Du bist ja schon so konditioniert wie der pavlovsche Hund. Du gehst dann gleich und guckst und schon bist du wieder Der draußen Gedankengang ist unterbrochen, weg. ne? Der Gedankengang ist weg, ja. Und es gibt ja einen Begriff für das, was du gerade beschrieben hast, einen Digital Detox, ne? Also es ist tatsächlich so, es ist eine Sucht, ja, wie eine Spielsucht, ist auch alle 5 Minuten aufs Handy schauende Sucht, ja, und man muss auch realisieren, dass so Sachen wie Facebook oder so ein enormer Zeitfresser sind, ja. Du lässt dich dann da ein, irgendwas zu kommentieren, dann sagt einer was dagegen, der kommentierst du wieder und da hast du ein paar Stunden am Tag mit völlig unnötigen Tätigkeiten verbracht, die dir gar nichts bringen, die dich vielleicht noch aufregen, weil es dich empört, was da alles für ein Mist geschrieben wird, hat dich, außer dass dich wirklich Zeit gekostet Ja, hat, und kein wenn man Stück das Handy weitergebracht. auslässt, dann sagt man auch mal zu diesen ganzen Communities, nein, nein, hast du vorhin gesagt, sei wichtig. Und es ist nicht notwendig, dass man in Echtzeit antwortet und wenn irgendetwas passiert ist, und dann bekommt man einen Anruf. Ja, das ist was Wichtiges passiert ist, bekommt man einen Anruf mit der Family zum Beispiel. Aber man muss nicht ja, ständig in Echtzeit antworten. Was ist los? Was ist passiert? Du hast nicht geantwortet innerhalb von 10 Sekunden. Hey, vielleicht habe ich einfach keinen Bock. Ne? Ja, oder vielleicht hast du einfach einen Beruf, ja. Also bei uns ist ja auch so ein geflügeltes Wort bei Meetings, wenn das und das muss getan werden, sag mal, ja, aber wir wissen, wir haben ja alle auch einen Dayjob, ja. So, das heißt, wenn du zu irgendwas Nein sagst, sagst du ja gleichzeitig aber ja zu was anderem. Dann sagst du vielleicht, nein, ich kann das jetzt nicht machen, weil ja, ich habe einen Job und da habe ich eine Verpflichtung und da muss ich Geld verdienen. Und deswegen kann ich das nicht gleich auf WhatsApp antworten, weil das kann ich auch heute Abend noch, ne? Und da darf man sich gar nicht. Wir leben ja in der komischen Zeit. Ja. Jeder will immer alles sofort. Ja. Jeder meint immer, andere schulden ihnen sofortige Antwort. Ja. Warum eigentlich? Können wir nicht mehr warten? Geht die Welt unter, wenn ich jetzt nicht gleich eine Antwort kriege, sondern erst heute Jetzt bin ich ein Abend bisschen oder was nostalgisch. passiert? Ja, also als ich früher mal gelernt habe, ich habe irgendwann mal Industriekaufmann gelernt, da gab es noch sowas, das hieß Post, ja, Briefe und sowas, ja. Und die hat man verschickt mit der Post, ja. Und im Ausland, bis die im Ausland ankamen, das sind schon mal 1, 2, 3 Wochen ins Land gegangen, bis der Brief überhaupt dort ankam. Wochen, nicht Stunden. Ja. Und wir waren jetzt, ich mit meiner Frau, waren wir, nee, meine Frau und ich, so rum ist richtig, waren wir im Urlaub, haben dort Freunden Postkarten geschickt und es sind auch 14 Tage später erst angekommen. Haben wir beim Hauptpostamt dort aufgegeben und es war irgendwie nostalgisch. Ja. Nostalgisch deshalb, weil, schau, früher hat es auch funktioniert. Und es ist natürlich nicht auf die Lebensbereiche heute adaptierbar, dass man sagt, ja, wir haben immer 2 Wochen Zeit, das ist nicht sinnvoll. Ja. Man muss ja schon ein bisschen mit der Zeit gehen. Das heißt aber nicht Echtzeit. Wir sitzen ja nicht alle in einer Notrufzentrale, ja, wo sofort was ausgelöst werden muss, wenn einer anruft. Ja. Die meisten von uns, die arbeiten in einem Job, wo, ey, die Welt geht nicht unter, wenn du eine halbe Ja, Stunde und dein brauchst für Boss eine Antwort. bezahlt dich auch Und sie geht noch. auch nicht Und unter, dein wenn du Boss bezahlt dich auch Tag noch. Nicht, dass du brauchst. tippelst, sondern dass du deinen Job machst. Genau. Ja.
Also muss da manchmal einfach auch mal durchatmen, innehalten, nachdenken, sagen, was machen wir da eigentlich und ist das wirklich alles so und bin ich denn eigentlich noch in control of my life oder bin ich mittlerweile ein Opfer geworden von Social Media, den Erwartungen von irgendwelchen WhatsApp-Friends oder Menschen, die gerade versuchen, mich fremd zu bestimmen, weil es in ihre Planung reinpasst. Das hat aber nichts mit meiner Planung zu tun. Natürlich sollen wir kundenorientiert sein und sollen unseren Job machen und den Chef nicht warten lassen. Aber alles bitte mit Maß und Ziel und überdenken und nicht reflexhaft rumspringen und uns selber kaputt machen. Denn wenn wir nachher krank sind, und ich sehe das immer mehr, ja, wie Burnout und Tiefenentladung um sich greifen, habe ich selber gerade im beruflichen Umfeld, wo gute Leute, die Top-Performer waren, einfach sagen, ich kann nicht mehr, ja, das halte ich nicht mehr aus, den Druck. Da muss uns unsere Gesundheit und die unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Nein wichtiger sagen sein, ja, lernen. als Nein sagen lernen. Und wenn Ja? das der einzige Tipp ist, den die Hörer heute aus diesem Podcast mitnehmen, Nein sagen lernen ist ganz, ganz wichtig. Warum? Damit ihr euer Zeitmanagement durchziehen könnt und ja, und nicht zum Sklaven der anderen werdet. Ne? Lieber Uwe, haben wir was vergessen? Wir haben nichts vergessen, lieber Uli. Es gibt noch viele Bereiche zum Thema Zeitmanagement. Wir könnten noch über Techniken sprechen. Wir könnten noch über Vor- und Nachteile bestimmter Techniken sprechen. Wir könnten die alle erklären. Aber das kann man und soll man Naja. auch nicht alles in einem Rutsch erschlagen. Das wäre viel zu viel Information. Ich denke, so als kleine Inspiration, sich überhaupt mal mit dem Thema Zeitmanagement auseinanderzusetzen und vielleicht, wie gesagt, das Wichtigste mitzunehmen, auch mal Nein zu sagen, halte ich schon ganz wichtig und es würde mich freuen, wenn einige Leute sich da haben inspirieren lassen und vielleicht den ein oder anderen Tipp mitnehmen könnten. Wenn es um Interimsmanagement geht, kann man dich auch kontaktieren? Also nicht nur so Zeitmanagement. Wie kann man dich kontaktieren? Man kann mich entweder über meine Webseite kontaktieren mit S, die S-Klasse interimsmanagement.biz oder unter 015224643550. Da gehe ich ran, aber nur von morgens bis 7, von morgens um 7 bis abends um 20 Uhr. Danach schalte ich ab und mache Ja, einen Digital und wer das Detox. Ganze nicht mitbekommen hat, der findet diese Angaben natürlich auch in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Du hast auch einen eigenen Podcast-Kanal. Wer den, das nenne ich jetzt ganz am Schluss, weißt du warum? Nicht, dass die Leute vorher schon hier weggehen. Ja, das sollen ja mein Podcast. Alles egoistisch, nee, Quatsch. Also hört euch den Podcast vom Uwe an, abonniert den auch. Der ist bei allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. Auch hier ein Link in den Shownotes zum Podcast. Lieber Uwe, ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Und ja, bis dahin alles Gute, bleibt gesund, genießt ja, das Wochenende, die Zeit, die ihr euch jetzt selbst durch euer Zeitmanagement erschafft und lernt Nein sagen. Bis dann, Servus, bye-bye. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. Und Und mein Name ist Uwe Rempor und ich danke euch und wünsche euch auch noch einen schönen Sommer.